Ja, I follow you, I follow you. So, Munition brauchen wir nicht. Er hat nichts mehr dabei. Müssen wir jetzt hier rein? Bestimmt, ne? Bestimmt müssen wir jetzt hier rein. Nee. Nee, doch nicht. Aber das ergibt doch alles keinen Sinn. Oh Mann. Okay. Nee, das hier war ja letztendlich nur ein taktischer Einstiegspunkt oder Ausstiegspunkt, Einstiegspunkt, ist ja auch egal. Gut. Verdammt, musste gerade mal einen krassen Schwenk machen, um einfach mir das nochmal anzusehen. Wie dermaßen krass das hier doch alles aussieht. Gut, wo finden wir den letzten Riss? Ah. Mach mal auf, Ellie. Sieht einfach aus. Bitte. Genau, und da haben wir auch schon den nächsten Riss. So. Wir schauen uns erstmal hier um. Phonographen machen wir erstmal aus, nur damit wir alles auch so verstehen, wie es verstanden werden soll. Und dann öffnen wir den einfach mal. Aber Sie sind doch tot. Ich habe die Leichenfotos gemacht. Ja, und Sie waren kompletter Pfusch. Man erwartet nicht, dass ein Foto der eigenen Leiche so vollkommen leblos wirkt. Ja. Wer bist du denn? Das ist doch Irrsinn. Welchen Beweis hast du, dass Mr. Fink den Lutesses etwas antun würde? Sie haben es mir selbst gesagt. Die Lutesses? Wann? Gestern. Gestern Morgen. Rupert, Sie sind seit 7 Tagen tot. Also hat Mr. Fink damit zu tun. Das ergibt jetzt noch mehr Sinn. Davon kann man nicht genug haben. Ja. Ja, das stimmt. Wenn du mir auch sagst, wo. Lockpicks, Lockpicks. Phonograph, nö. Nee, 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 wir gehen doch nicht raus. Ohne die Lockpicks geht hier keiner. Wo sind die Lockpicks? Aber wir hatten wir nicht schon welche eingesammelt eigentlich? Oder war das jetzt in den letzten Räumen? Mir liegt nur eine Schrotflinte, die wir nicht aufnehmen können. Weil wir ja sowieso schon eine Schrotflinte ausgerüstet haben. Ich finde hier keine Lockpicks. Na? Hast du uns jetzt gezeigt, wo sie liegen? Nee. Ich sehe aber auch nichts leuchten am Boden oder so. Und so groß sind die Räume ja jetzt auch nicht, dass man hier Ewigkeiten suchen müsste nach Lockpicks. Im Mülleimer sind keine. An der Decke sehe ich auch keine kleben. Ja. Das war ja jetzt wie ausgemacht, dass wir zusammen sagen. Das sieht auch verdammt geil aus hier. Verdammt nochmal, eine schöne Liebe zum Detail. So, wie ich finde die Lockpicks nicht und ganz ehrlich, es ist mir eigentlich auch überhaupt nicht so wichtig. Wir haben unendlich viele, 30 Stück noch an der Zahl. Ist ja jetzt nicht so, als wenn wir uns um jeden einzelnen streiten müssten. Was? Oh nein, warum? Wo? Wo? Alter! Ist jetzt gut oder was? Ist jetzt gut. Warte, wir wollen darüber. Ich will darüber. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Okay. Und zack. Da sind wir. Da sind wir. Da sind wir. Da sind wir. Oh. Au. Miese Ratte.
So, und dann werden wir darüber. Ja. Das tut mehr weh, als es eigentlich, oder es sieht schlimmer aus, als es eigentlich ist, oder so. Nee, damit kommen wir nicht weit. Aber sie kriegen wir erledigt. Danke. Gut. Und hier kriegen wir noch eine übergebraten. So, haben wir da nicht irgendwie noch einen Frachthaken oder so, den wir verwenden können? Bei ihm da oben in der Nähe? Ist irgendwie nichts, ne? Ja. Du meinst hier ordentlich Stress machen zu können. Dabei bin ich der Troublemaker. Ich bin der Troublemaker, der einzige Wahre. Komm her. Und Platz. Sehr schön. Und jeder, der die Wahrheit kannte, wäre besser gleich mitgestorben. Ich bin gar nicht seine Tochter. Ich bin nur ein Testsubjekt, das man untersucht. Nein, bist du nicht. Elizabeth, hör mir zu. Was du durchgemacht hast, das hat niemand auf der Welt verdient. Booker. Wir kommen hier weg, verstehst du? Und dann musst du nie wieder zurückschauen. Genau. Elizabeth, wir schaffen das. Gemeinsam schaffen wir das. Kehre zum Comstock-Tor zurück. Vorausgesetzt, der Geist steht da jetzt auch. Da ist eine Mine. Wie cool, die können wir sogar zum Platzen bringen. Das gefällt mir. So, dicken Schokoriegel klauen wir der Leiche nochmal. Hab euch beide getötet. Wegen mir. Ich weiß, du hasst mich, weil ich nicht deine Tochter bin. Und ich hasste dich, weil du nicht meine Mutter warst. Hier, für die Kasse. Aber du musst uns die Tür verdammt nochmal aufmachen. Und nicht andauernd gegen uns kämpfen. Verdammt nochmal. Oh. Können wir die irgendwie elektronisieren? Nein, können wir nicht. Immun. Alter, dass wir auch dreimal gegen dieses Vieh kämpfen müssen. Hammer. Aber ihn können wir wenigstens jetzt einmal schocken. Und nochmal. Komm schon. Kurze Salven, damit wir nicht so dermaßen verreißen. Da oben ist noch ein Moskito, der kann uns sehr gut helfen. Alter Schwede. Finne, Norweger, Chinese. Mann, oh Mann. Wie ich auch überhaupt nicht durchsehe, wenn dieser Geist auf einmal wieder kommt. Und die ganze Zeit auch noch Leute beschwört. Das geht doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen sie ein bisschen wegschroten. Komm schon. Chill. Und beschwöre den Moskito nochmal. Alter, wir sind schon wieder fast tot. Präzisionsgewehr? Was soll ich mit dem Präzisionsgewehr? Einen schönen Raketenwerfer oder sowas. Das würde es jetzt bringen. Hoffe ich mich mal. Ich sollte mich mal. Da ist eine Burst Gun. Burst Gun haben wir doch gerade aufgepimpt aufs Übelste. Oh, wie die hier auch total viel Deckung haben. Komm schon. Wenn der Geist tot ist, dann sind die anderen auch weg. So, wir können aber trotzdem einmal das hier machen. Gib uns. Und gleich wieder da drauf. Yep. Boah. Scheiße, ich habe schon wieder nicht getroffen. Die schöne Falle hat nicht gewirkt. So, wo ist der Geist jetzt? Wo ist der Geist? Nochmal den Moskito beschwören. Nein, ich hätte mal nicht direkt reinlaufen sollen. Oh oh. Elizabeth, Gesundheit. Gesundheit. Komm schon. Oh, das waren 3 kritische Treffer oder 4 sogar. So, ich mache jetzt mal die Minen hier weg.
Haben wir sie? Haben wir sie? Ne, wir haben sie nicht. Aber jetzt gleich. Gleich haben wir sie. Wir machen immer schöne kritische Treffer. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr, dass wir hier immer kritische Treffer machen. So. Und zack. Haben wir auch ihn. Komm schon, stirb. Yes. Diesen Dorn aus deinem Herzen? Alter, sieht das krass aus. Ich schulde dir eine Entschuldigung. Comstock benutzte mich, um dich zurückzuholen, aber ich holte eine Version, die meinem eigenen Bild von dir entsprungen war. Das ist alles deine Schuld! Er gab vor, dich zu lieben, wie er es mit mir gemacht hatte. Ich bin nicht der Bastard deines Mannes. Ich bin sein Opfer. Aber meine Tage als Opfer sind vorbei. Wir müssen uns verzeihen. Denn einer ist viel schlimmer als du oder ich. Der Prophet hat mich getötet. Weil du sein Geheimnis nicht wahren wolltest. Über mich. Wenn das stimmt, warum lebe ich dann? Du lebst nicht. Nicht in dieser Welt. Aber vielleicht bist du in einer anderen, in der du ihn nie getroffen hast. Oder ihn gerettet habe. Ich weiß nicht. Ist das möglich? Finde es heraus, Kind. Finde es heraus. Oh, anscheinend war nicht ihre Absicht, einfach nur den Handabdruck draufzulegen, sondern einfach mal durchzupesen. So, und wir betreten Comstock House. Brücke zu Comstock House. Wahnsinn. Ist das das Finale? Ist das die finale Begegnung? Treffen wir gleich Comstock und machen ihm den Gar aus? Oh, dich habe ich schon wieder total vergessen. Nein, ich bin kein Gegner. Ich bin kein Feind. Ich bin lieb. Au! Kleine und tilgen Sie die Schuld. Nö. Elizabeth! Oh. Ich muss sie einholen. Also, ich wollte dir nicht deinen Auftritt klauen und schon Elizabeth schreiben, bevor du es getan hast.